herzlich willkommen bei Hornet on Tour. Wie ihr seht, wir sind nicht im Norden, wieder einmal. Vor uns wird gerade angezeigt Rollsplit. Mal gucken. Wir sind, um genau zu sagen, in der Rhön. Es hat uns letztes Jahr hier so gut gefallen, dass wir gesagt haben, okay, das werden wir nochmal wiederholen. Gut, von Rollsplit war nicht viel zu sehen. Aber lieber Vorsicht, als dass wir danach lang liegen. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs. Ich würde jetzt vermuten, auf den berühmt-berüchtigten Franzosenweg. Hinter mir natürlich meine Frau. Alleine fahre ich ja nie im Urlaub. Und der aufmerksame Zuschauer wird es jetzt gerade gesehen haben. Es ist keine blaue Maschine, die sie da fährt. In der Zwischenzeit hat sie die Maschine gewechselt. Von einer Bandit 600 auf eine CW1000F. Und für sie ist das jetzt hier mal Premiere, in dem sie ein kaltes Wasser reinschmeißen und mal sehen, ob sie schwimmen kann, so ungefähr. Ja, so, und jetzt werden wir mal ein bisschen die Landschaft hier genießen. Wie gesagt, wir waren letztes Jahr hier mit der Community von motorblogger.de. Angeführt vom Rhönschrat, also das war schon genial, wir wollten das dann mal wiederholen. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen meinen Sattel und dann genießt mal die schönen Kurven und die Landschaft hier. Ich werde nicht ganz so schnell unterwegs sein, weil für mich ist das jetzt auch erstmal ein bisschen, ich muss mal reinkommen hier. Wir haben nicht so viele Kurven bei uns im Norden. Hier vorne biegen wir jetzt rechts ab und das soll der Franzosenweg jetzt sein. Ich dachte, das wäre der hier. Rechts abbiegen. Ja. Also der Weg heißt richtig Franzosenweg. So 8 Kilometer fahren wir dann auf dieser Straße.
Und das, Schatz, war der Franzosenweg. Ja, das ist möglich. Haben wir den von einer Richtung auch mal kennengelernt? Nö. Ja, der Franzosenweg. Ja, ich bin nun mal kein Kurvenspezialist. Ich bin auch nicht derjenige, der gerne an den Orten sehr schnell fährt. Wer es mag, soll es tun. Für uns ist das nicht so. Ich möchte lieber die Kurven genießen, langsam und auch heile da durchkommen und trotzdem Spaß dabei haben. Ja, und jetzt geht es weiter nach Point Alpha, und zwar diesmal nicht Haus auf der Grenze, sondern die US-Version. Und zwar die US-Version und das Camp davon. Nee. Und zwar auf dem US-Camp. So, es geht in 200 Meter nach links, also hier vorne. Ja, und das gucken wir uns dann nachher gemeinschaftlich an. Ich sag erstmal Tschüss. Das war's erstmal von mir. Daumen und Kommentare wie immer unten rein. Das kennt ihr ja schon alles. Abo, würde ich mich drüber freuen. Und bis dahin sage ich mal, kick mal wieder in. Bis zum nächsten Mal, euer Honda Natur. Ciao, ciao. Wie ist das Navi jetzt? Achso.